Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wie immer Jonas Raschedi, mich kennt ihr schon. Auf der anderen Seite sitzt Raoul Plicat. Ich stelle ihn gerne selber vor, weil ich mitbekommen habe, dass er sich nicht sehr gerne selber vorstellt. Und zwar, Raoul ist der Stratege, würde ich ihn bezeichnen, der Analyst hinter gewissen Marken, wie als Beispiel Dirk Reuter, ich glaube auch bei den Baulix, Bischof, jetzt auch Philipp Klein ist es, glaube ich, auch nochmal die Marke, die mit dazugehört. Also diversen Marken. Zusätzlich Copecard, auch als spannender Case. Ich würde dich als Analysten, als Stratege, als methodischen Denker bezeichnen. Man sieht auch unglaublich viele Bücher bei dir im Hintergrund, die du höchstwahrscheinlich alle gelesen hast. Genau. Habe ich was vergessen? Nee. Also, cool. Alles gut. Super. Ich möchte mit dir eigentlich nicht den Standard, die Standard-Interview machen, dass du wahrscheinlich schon ewig lang gewöhnt bist. Das Thema immer, wie schaffe ich mit Performance-Marketing mehr Umsatz zu machen, sondern mich interessiert eigentlich mehr den Hintergrund, wie du Daten nutzt, wie du Daten verstehst, um eigentlich auch Marken aufzubauen. Ja, das ist sozusagen der Hintergrund meines heutigen Podcasts. Ich glaube, dass du da schon viel mitwirkst, weil wenn ich mir so ein bisschen deine Historie anschaue, basieren deine Ideen, deine Erfahrungen, Daten sind Informationen, auch viel auf den Büchern, die du dir angelesen hast, auf den Methodiken. Wenn ich mir deine Podcasts so anschaue, bringst du oft den Vergleich, dass man sich Märkte anschauen muss, dass man sich überlegen muss, wo ist möglicherweise eine Nische, was wird aktuell schon bespielt, was wird nicht bespielt. Und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich da, sich anders zu positionieren, wie es vielleicht schon die anderen, die im Markt sind, die groß sind, schon machen? Ja, definitiv. Daten sind ja letztendlich am Ende ein schönes Tool, um zu unterscheiden zu können oder also aus Annahmen herauszugehen, weil wir nehmen alle etwas an, wir haben alle unsere Sichtweisen und das tatsächliche Feedback der Welt, so wie sie passiert, eigentlich vor uns zu haben und daraus Anomalien zu erkennen, wo bestimmte Trends hingehen, wo Chancen sind, wo Möglichkeiten sind und diese halt auch zu nutzen. Und dementsprechend, ich bin ein Riesenfan von Daten, aber auf der anderen Seite auch von Creativity, von Kreativität. Ich denke, beides hat seinen Platz und ich kann mich für beides begeistern. Normalerweise, das sieht man ja auch nicht so oft, dass man auf der einen Seite hat man entweder nur Leute, die sich mit Daten beschäftigen oder Menschen, die sich nur mit der kreativen Seite beschäftigen. Und ich mag beides, weil ich sehe halt den Sinn in beidem und ich kann mich für beides begeistern. Und die Harmonie zwischen dem Analytischen und dem Kreativen hat bisher immer halt für oder meine Arbeit Ergebnisse gesorgt, die halt nicht normal waren. Und dementsprechend ist das halt mein Model, mein Konzept, wie ich arbeite. Glaubst du, dass sich Kreativität und ich würde es mal datengetriebene Entscheidungen oder Informationen ausschließen? Oder glaubst du, dass es eine Zukunft haben kann? Im letzten Podcast hast du ja zum Beispiel AI, ML angesprochen, damit wir so schön auf den Buzzwords rumreiten. Ich glaube, da steckt viel dahinter, oder? Ich weiß nicht, wenn wir die User mal abholen. In einem der Podcast-Folgen hast du, glaube ich, auch, ich hoffe, ich gebe dich immer richtig wieder, zum Thema Facebook-Algorithmus gesprochen und wie die automatischen Creatives eigentlich die Möglichkeit haben, auf Basis von Daten Kreativität auszuschöpfen. Exakt, also das ist ein
ein spannendes Thema, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Und es gibt heutzutage schon künstliche Intelligenz bzw. neuronale Netzwerke, die ja Copywriting, also Werbetexte schreiben können, die teilweise besser sind als von einem Menschen geschrieben. Es gibt genau das Gleiche für Bilder, wobei halt, also das Erstellen von Creatives, das Einzige, oder was womit eine künstliche Intelligenz halt aktuell für die nächsten 3, 4 Jahre noch etwas Probleme hat, ist halt Kontext zu verstehen, in welchem Kontext jetzt bestimmte Dinge passieren. So, was aber definitiv möglich ist, sie könnten eine künstliche Intelligenz kann vergleichen, basierend auf den historischen Daten, die sie haben. Erstens, was klickt Person XY gerne an und erstellt daraus eine Prediction, eine Vorhersage, was wird diese Person in Zukunft anklicken. Und basierend auf den, in dem Moment, wo du zum Beispiel ein Bild bei Instagram hochlädst, bei Facebook, bei YouTube ein Video, wenn Netflix neue Videos hat, dann gibt es dort überall eine maschinelle Intelligenz, die entscheidet, welcher User jetzt welches Bild, welches Thumbnail angezeigt bekommt, weil die genau weiß, worauf du oder ich als nächstes klicken werden, basierend auf unserer Historie. Und dementsprechend ist das definitiv ein Bereich, der durch künstliche Intelligenz, ich würde jetzt sagen, nicht komplett übernommen werden kann, aber doch schon ziemlich weit. Ja, ich glaube, wenn man sich die Historie anschaut, ist es ja so, dass wir die Mengen an Daten, die wir plötzlich zur Verfügung haben und die wir verarbeiten können, so zugenommen haben, dass selbst der stärkste oder der beste Mensch, hirnleistungstechnisch nicht mehr schafft, die zu verarbeiten und dass wir deswegen auch Maschinen brauchen, die uns die Verarbeitung zum gewissen Teil oder zum gesamten Teil abnehmen kann. Hundertprozentig. Am Ende des Tages, schau dir Facebook an, Facebook, Instagram, die könnten gar nicht funktionieren, ohne das, was sie in den letzten 7 Jahren da gebaut haben. Für mich ist Facebook zum Beispiel auch keine Social Media Firma mehr. Das waren sie bis 2013. Und 2013 hat Mark Zuckerberg dann gesagt, wo geht's die nächsten 10 Jahre hin? Und hat sich auf das Feld AI fokussiert, hat dort zwei der besten Datenwissenschaftler der Welt angestellt und die haben jetzt ein Team aus 300 Wissenschaftlern, die an der AI von Facebook rumbasteln und dementsprechend die AI trifft schon täglich Entscheidungen, dementsprechend wer sieht welcher Content, wer bekommt welche Werbeanzeige angezeigt und dementsprechend beeinflusst auch das Leben von, ich würde mal sagen, von jeder Person, die Facebook benutzt oder Instagram und lenkt es auch in einer gewissen Weise, wo zumindest das Umfeld ist. Also ich meine, es werden viele Kaufentscheidungen mittlerweile anhand von Instagram getroffen. Instagram ist die Plattform für die westliche Welt zumindest, wo halt Kaufentscheidungen getroffen werden, wo Marken auf einmal verglichen zu den letzten 10 Jahren davor auf einmal einen Brandlift sehen, weil sie auf ein aktives Instagram-Profil haben, wo Marken sehen oder den Erfolg durch Instagram spüren, einfach nur, weil die Maschine dahinter dort genau weiß, wer ist auf diesem Bild, was ist dort zu sehen, wer wird das liken, wer wird damit interagieren und wer hat damit interagiert, wer hat in der Vergangenheit ähnliche Produkte gekauft, das alles weiß Facebook. Und innerhalb von einer Millisekunde kann dort eine Entscheidung getroffen werden, wem wird etwas angezeigt und wem nicht, basierend darauf, ne? Und ich denke, das wird alles noch schneller, krasser und sollte vielleicht auch in Zukunft irgendwann mal angefangen werden, reguliert zu werden, bevor es zu spät ist, weil aktuell gibt Facebook 20 Milliarden US-Dollar an künstliche Intelligenz aus. Und keiner sauer interessiert ist, weil keiner es versteht wirklich, was dort passiert. Und dort gibt es eine Gruppe aus 10 Leuten, die treffen die Entscheidungen basierend darauf für 2 Milliarden Menschen, was sie jetzt in dem Algorithmus da einspeisen. So. Also 10 Leute entscheiden, was diese künstliche Intelligenz dort für einen Impact hat auf 2 Milliarden Menschen. Ja, Ja, schon ganz spannend.
Ja, ich glaube, viele denken immer, dass unsere Bundeskanzlerin, du lebst ja in Dubai, also jedenfalls hier für meinen Bereich, große Entscheidungen treffen kann, dass irgendwie Trump Möglichkeiten hatten, große Sachen zu entscheiden. Aber wenn man sich eigentlich mal vorstellt, dass, wie du sagst, dass 10 Leute die Möglichkeit haben, 2 Milliarden Menschen das anzuzeigen, was sie möchten, und die Leute möglicherweise dahin zu lenken, wie sie es möchten, entsteht dieses Data-Driven kann man auch nicht nur im Marketing sehen, sondern halt auch für die Menschheit. Und es kann positiv und kann auch negativ sein. Es gibt ja unglaublich viele Potenziale. Exakt, also ein Beispiel, jeder kennt es, ist, denke ich mal, man unterhält sich gerade mit einem Freund, mit einem Bekannten über irgendetwas und eine halbe Stunde später öffnet man sein Telefon, man bekommt eine Anzeige angezeigt und man denkt irgendwie, die haben mich jetzt abgehört, weil ich habe gerade darüber mit ihm gesprochen und jetzt sehe ich, nett, das kann ja gar nicht anders sein. Hör ich sehr oft, nein, die hören uns nicht ab, nein. Die wissen, in dem Moment, wenn wir das Mobiltelefon dabei haben, weiß dieses Gerät, zwei andere, oder mit welchem Gerät du dich eventuell triffst, wer ist in der Nähe, basierend darauf auf deinen Freundeslisten, welchen Leuten du folgst und was deren Telefon zurücksendet. So, dann wissen die, wer hat mit, oder wissen sie zum Beispiel, welche Bilder du geliked hast, auf Instagram, auf welchen Webseiten du warst und, dann gibt es einfach eine Vorhersage, quasi eine mathematische Kalkulation, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass zwei Personen, die gerade da sind, die haben vorher, der hat das geliked, der hat das geliked und auf einmal sind die zusammen und es gibt eine Kalkulation, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, für unter all diesen Sachen, die uns gefällt, ja, bei Facebook weiß das von mir, Facebook weiß das von dir, unter all den Sachen, die uns beiden gefallen, was jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass dort ein Austausch stattgefunden hat und dementsprechend siehst du oder ich dann eine Anzeige über ein Thema, worüber wir uns gerade unterhalten haben. Und das Spannende ist ja nicht nur, dass diese Personen die Entscheidung treffen können, sondern die füttern ja letztendlich dort eine Maschine, die Entscheidung zu treffen für sie, weil sie, wie du eben gesagt hast, als Mensch haben wir einen Computer im Kopf, der sehr, sehr begrenzt ist so. Und das Spannende, es gibt so eine Dokumentation über AlphaGo, das ist die künstliche Intelligenz von Google, oder eine der künstlichen Intelligenzen, die sie gebaut haben, 2017. Und das ist eine künstliche Intelligenz, die war nur fokussiert darauf, das chinesische Spiel Go zu meistern. Und das ist wesentlich schwerer noch als Schach, weil es gibt einfach viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Und es gibt eine Szene in dieser Dokumentation, die übrigens sehr spannend ist, wo die Maschine auf einmal Züge gemacht haben, wo der beste Spieler der Welt dachte und Experten im Spiel, warum ist die Maschine so dumm? Warum macht die sowas? Das macht gar keinen Sinn. Und letztendlich hat der beste Spieler der Welt dann fünfmal hintereinander verloren oder viermal, glaube ich, gegen die Maschine, weil die Maschine wusste, basierend darauf, dass sie den Zug schon macht, was seine nächsten Züge sind. Und die Maschine wusste, dass sie braucht nur einen einzigen Punkt. Sie muss nicht mit 100 Punkten gewinnen. Sie braucht nur einen einzigen Punkt, einmal besser sein. Und der andere Punkt ist halt, das war damals ein Spiel. Ja? Aber was es jetzt ist, ist halt diese künstliche Intelligenz bei Facebook. Das ist kein Spiel. Und sie kann genau das Gleiche. Sie kann quasi. Manchmal sehen wir vielleicht Ads und fragen uns, warum sehen wir das? Wir sehen Content, warum sehen wir das? Wir sehen Dinge, wo wir uns fragen, das ist nicht relevant für mich, warum sehen wir das? Und einige Monate später ertappen wir uns vielleicht dabei, wie wir dieses oder jenes Produkt kaufen und merken auf einmal, es ist total relevant. Und erst in der Vergangenheit, wenn wir uns die Gedanken machen, was heutzutage sich viele einfach nicht mehr machen, merkt man vielleicht, oh, ich habe vor ein paar Monaten die und die Ad gesehen und ich habe mich gefragt, warum sehe ich das so? Und auf einmal merkt man, hey, die Maschine steuert schon mein Leben und vorhersagt etwas, was ich selber noch gar nicht weiß. Und dann fängt es an, scary zu werden. So, weil wie weit dehnt sich das halt aus? Und Ja. ist zum Beispiel einer der Gründe, warum Apple jetzt ja gesagt hat, wir mit iOS 14 bringen wir ein Update raus,
dass Facebook und Google weniger Daten zur Verfügung haben für ihre Maschinen, ne? Um die zu füttern. Weil eine der härtesten Sachen ist es halt im maschinellen Lernen, ist es halt, Relevanz zu erzeugen. Ja, Relevanz. Und Relevanz braucht halt immer frische, aktuelle Daten, die im Kontext stehen. Und Apple hat gesagt, wir verzögern jetzt die Daten zwischen 24 und 48 Stunden von möglichen Events zurück an Facebook und Google, um halt diese Relevanz auch zu nehmen und die Maschine damit ein bisschen abzuschwächen. Ja. Spannende Zeiten. Ja. Und sie aggregieren die Daten ja auch noch, ne? Die wollen eben gewährleisten, dass nicht mehr die 1-zu-1-Beziehung da ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Apple daran Interesse hat, Facebook zu schaden. Im anderen Fall sind ja alle, oder die sind ja auch alle im Business unterwegs. Ich glaube natürlich auch, dass sie versuchen, sich selbst zu pushen. Dadurch bauen natürlich auch die jeweiligen oder im Apple-Universum sind natürlich schon noch die Daten vorhanden zum gewissen Grad. Und wenn man sich Apple als sich anschaut, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du da Routinen hast. Bei mir ist es leider so, dass meine Apple-Produkte mich fast eigentlich überall mit hinbegleiten. Und da fällt einem eigentlich auf, was weiß denn eigentlich, ja, genau. Und du hast die Kopfhörer ja auch noch drin, die anderen. Was weiß Apple über mich? Die wissen, wann ich aufstehe, die wissen, wann ich wohin laufe, die wissen, mit wem ich mich wie lange unterhalte, weil meine Geräte in der Nähe sind. Das sind ja die ganzen Themen. Ich glaube, was faszinierend ist und was du vollkommen recht hast, und um den Schwenk wieder in die andere Richtung zu bekommen, ich bin davon überzeugt, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, die würde ich gerne hören, dass Unternehmen und Marketeers mehr Tech-Verständnis haben müssen in der Zukunft. Wenn sie nicht verstehen, wie Tech funktioniert, werden sie die Sachen nicht meistern, die in der Zukunft kommen, weil du brauchst die Maschinen, um sie für deinen Vorteil zu nutzen. Definitiv. Es gilt wie immer das Prinzip Adapt or Die, und es gilt auch für Marketer. Weil letztendlich, was bist du als Marketer? Du schaffst eigentlich Umgebungen, die Entscheidung beeinflussen. So, wenn wir daran zurückdenken, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren war das Medium, wo du diese Umgebung geschaffen hast, war zum Beispiel Newspaper. Du kannst genauso, wenn es zum Direct Marketing geht, ich springe mal schnell dazu, wenn es jetzt darum geht, dass du für einen Brand zuständig bist, zum Beispiel als Creative Director, dann zum Beispiel für Louis Vuitton, für eine Luxusmarke oder wie Adidas oder Puma, dann geht es darum, dass du die Umgebung schaffst in den Stores, wie die Leute das erfahren. So, das war auch bis vor 10 Jahren so der Hauptaugenmerk. Aber heutzutage, der Schwerpunkt hat sich halt verlagert dahin, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht. Und das ist halt ins Internet, auf die Mobiltelefone. Und dort musst du auch jetzt Umgebungen schaffen. Und da schaffst du, auf der einen Seite ist halt der Punkt, du musst Daten, du musst Tech verstehen können, du musst wissen, wie du dort die Umgebung schaffst, die Entscheidungen zu deinem Gunsten als Brand, als Marke beeinflusst. Und auf der anderen Seite musst du die Kreativität haben, die ganze Zeit etwas Einzigartiges zu schaffen, eine neue Erfahrung zu erschaffen, die mit der Zielgruppe resoniert und die dabei hilft, die Entscheidung zu treffen, dein Produkt oder deine Dienstleistung jetzt natürlich zu kaufen, ne? Ja, du hast was Spannendes in den letzten Talks immer wieder erzählt, dass man die Zielgruppe verstehen muss. Ich glaube, das machen viele Marketers nicht. Ich habe immer das blöde Beispiel, wenn ich mit anderen Leuten darüber spreche, ich brauche immer bildliche Beispiele. Die Evolution eines Rosenverkäufers abends ist ja auch anders. Der geht ja auch nicht an den Tisch zwangsweise und sagt, willst du eine Rose kaufen? Ohne jetzt irgendwie hier irgendwelche Randgruppen sozusagen an den Pranger zu stellen, sondern die Idee ist ja dahinter zu verstehen, der Mann kauft erst dann die Rose für seine Frau oder für die mit am Tisch sitzt, wenn man eine Beziehung herstellt und wenn man gewährleistet, dass ein Bedarf da ist. Und wenn man dann sozusagen zur Frau geht und fragt, ob sie die Rose haben möchte und sie toll findet, entsteht ein Bedarf, den der Mann versucht zu decken. Und das ist jetzt sehr, sehr, sehr plump und einfach erklärt, aber ich glaube, das ist ja auch der Hintergrund und die Sachen, die man verstehen muss, wenn man versucht, Marketing zu betreiben auf Basis von Daten oder Informationen, dass man sich erst überlegen muss, wie tickt meine Zielgruppe? Was braucht meine Zielgruppe? In welchem Universum sind die unterwegs? Wie du ja sagst, sind es Apple-Geräte? Sind es irgendwie
Android-Geräte, wie alt sind die, wo ticken die? Also, dass man die Zielgruppe weiter eingrenzt, vielleicht auch nicht gar nicht auf Alter und Geschlecht, sondern wirklich so, was sind deren Bedürfnisse? Weil du kannst einen Ford Mustang verkaufen unter einem Sicherheitsaspekt, aber du kannst einen Ford Mustang auch dafür verkaufen, dass der Mann wie ein Gorilla auf seine Brust trommelt und sagt, geil, jetzt habe ich 400 PS, die ich fahren kann. Und ich glaube, das ist immer die Wichtigkeit, rauszufinden, dass man das Produkt so positioniert und so an die Zielgruppe kommuniziert, dass man verstanden wird. Oder dass die Zielgruppe verstanden wird. Ja, definitiv. Also stimme ich dir zu. An Analogie ist passend. Die andere Analogie, die mir noch in den Sinn kommt, ist halt Eisdiele, Winter versus Sommer. Wenn es warm wird, macht die Eisdiele auf. Wenn es kalt wird, dann macht sie zu. Warum? Weil es bleiben weniger Menschen da. Es ist am Ende des Tages, weiß ich jetzt nicht, ob der durchschnittliche Eisdielenbesitzer da eine Analyse macht, wie viele Menschen kommen dann rein und stellt eine Korrelation oder Kausalitätsrechnung mit der Temperatur her, glaube ich nicht, aber letztendlich merkt man das zumindest im Umsatz und auch da trifft er eine datengetriebene Entscheidung, weil er guckt sich einfach den Umsatz an und merkt, okay, hey, der Umsatz geht runter, es wird kälter und stellt direkt die einfachste Annahme her, hey, die Temperatur geht runter, dementsprechend wollen die Leute kein Eis essen. So, und deswegen mache ich jetzt zu und mache im April oder Mitte April wieder auf, über Ostern und fertig. So. Und genau das ist halt der Punkt. Als Marketer musst du in der digitalen Welt kommst du nicht daran herum, wenn du zumindest erfolgreich sein willst, dir die Daten anzugucken und dementsprechend darauf vernünftige Entscheidungen zu treffen, deine Annahmen in Modellen zu testen, und ja, dementsprechend zu gucken, du musst natürlich auch immer wissen, was willst du eigentlich erreichen? Weil du kannst dich auf 20 verschiedene Daten fokussieren, du kannst dich auch auf 200 verschiedene Datensätze fokussieren. Die Frage ist halt, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Ist es besser, sich dann am Ende des Tages auf die Daten zu fokussieren, auf die Datensätze, die wirklich einen Unterschied machen. Das sind in der Regel sind es ein, zwei oder drei und der Rest ist dann halt zur Unterstützung oder um das ganze Bild zu sehen, zu gucken, gibt es da eine Korrelation, gibt es da eine Kausalität. Und ja, also ich kann dir nur zustimmen, es wird wichtiger und wichtiger. Es ist eigentlich unerlässlich, sich damit auszukennen, ne? Ich habe noch einen spannenden Fall. Ich habe mal einen großen ein großes Logistikunternehmen in Deutschland mit möglicherweise gelber Farbe beraten. Und wir haben darüber nachgedacht, wie Postwurfsendungen funktionieren. Postwurfsendungen ist ja meistens Streueffekt an alle. Und wir haben angefangen, ein Produkt zu entwickeln, dass wenn du zum Beispiel jetzt eine neue Küche suchst und auf ein Küchenstudio-Seite gehst, wir rausfinden, in welcher Mikrozelle du lebst. Mikrozelle sind Haushalte, die aggregiert werden. Das sind meistens sechs Haushalte. Wenn du ein Reihenhaus hast, sind es eben dann sechs Reihenhäuser nebeneinander und haben dann nur noch an die Leute, die dort waren, einen Brief geschickt, anstatt es sozusagen an 10.000, 15, 20, 30, 40.000 rauszuschicken. Und die Conversion Rate war über 5% bei Kunden, die dann diesen Brief bekommen haben, weil du einfach den Streuverlust reduziert hast. Viele Marketeers, mit denen wir dann uns unterhalten haben, hatten echt Angst, weil bei denen war im Kopf umso mehr, umso besser, statt die Relevanz einfach zu schärfen, um festzustellen, dass wenn es reicht, übertrieben sechs Briefe rauszuschicken und davon kauft einer, anstatt 10.000 Briefe rauszuschicken und davon kaufen vielleicht zwei. Und ich glaube, das müssen viele Leute noch mehr lernen, zu überlegen, wie kann ich, wie du sagst, welche Daten kann ich mir anschauen, wie kann ich mir überhaupt Daten anschauen und wie kann ich vielleicht auch ein bisschen out of the box denken, um Probleme zu lösen. Weil viele der Unternehmer oder der Marketeers oder wie man auch immer das bezeichnet, sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr tief in dem Thema drin und können
unterschiedliche Sichtweisen nicht annehmen und sehr objektiv denken. Absolut, absolut. Das ganze Thema Segmentierung ist ja die lowest hanging fruit am Ende, wenn es um schnelles Wachstum geht, gerade wenn es um Growth Hacking zum Beispiel geht. Ich meine, wir haben ja bei Copecard, den Zahlungsanbieter, haben wir auch Segmente eingeführt letztendlich, dass du halt unterscheiden kannst innerhalb von einem Klick, wer sind deine wertvollsten Kunden. Weil auf der einen Seite, wie du sagst, mehr ist besser, wenn du keine Ahnung hast. Das ist zumindest ein Anfang, das ist besser als gar nichts. Aber danach kommt halt der Schritt des Segmentierens. Und nicht alle Kunden sind gleich. Es gibt zum Beispiel Kunden, die bestellen sehr viel, sehr häufig zu einem hohen Wert. Das sind deine VIP-Kunden. Auf der anderen Seite hast du zum Beispiel nur deine aktiven Kunden, die bestellen häufig, aber die bestellen zu einem geringeren Wert. Die sind in einer geringeren Kategorie als Käufer. Würde man auch im Einzelhandel als Value-Shopper bezeichnen. Zum Beispiel kaufen häufig, aber die kaufen nie die Premium-Marken. Dann hast du noch quasi deine verfallenen Kunden. Das sind die, die ein einziges Mal kaufen, aber immer ein Top-Produkt. Und das, wenn du die herausfiltern kannst zum Beispiel, oder du weißt, die haben nur eine Bestellung gemacht, du kennst die Kategorie, in welcher Käuferkategorie sind die, dann schickst du dem in der gleichen Kategorie eine Kampagne zum Beispiel, per E-Mail, per Post, per Retargeting auf allen Kanälen und kannst sie so erreichen und weißt halt genau, dass die sind in der Preisspanne von 3.000 bis 4.000 Euro zum Beispiel, die kaufen in dem Bereich Produkte und da hast du keine Streuverluste, auch online ist es halt genauso möglich wie auch offline und deswegen, Daten sind, Daten zu verstehen, lesen zu können und daraus handeln zu können, ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, weil du kannst direkt 30-40% mehr Umsatz daraus erzeugen und auch für einen viel höheren Ertrag natürlich, weil du schneidest das Fett ab, ne? Also einer der besten Skills aktuell. Ja. Ich glaube, was du gerade angesprochen hast, ist so eine RFM-Analyse. Sich eben anzuschauen, wie oft kauft ein Kunde ein, wie schnell hintereinander kauft ein Kunde ein und für welchen Betrag, genau. Und dann kann man so Cluster bilden. Was sind meine Top-Kunden, was nicht? Kann ich auch gerne mal in die Shownotes kommunizieren. Glaubst du, dass da den Einzelhändlern oder den kleineren Unternehmen noch die Technik fehlt, um sowas zu machen? Auf jeden Fall. Also hundertprozentig auf jeden Fall fehlt sowas generell. Deswegen, ich sag's nochmal, Werbung hier, Copecard. bei Copecard haben wir halt angefangen, genau solche Sachen jedem anzuzeigen, der jetzt kein Data Scientist ist oder nicht die Zeit hat, sich mit dem Thema voll und ganz zu beschäftigen. Und dementsprechend, wir zeigen über 56 verschiedene KPIs an, bringen die aber recht einfach zu erklären und runtergebrochen und erklären, was man mit diesen Daten halt machen kann, auf welche man sich fokussieren muss, basierend auf dem Business Case, weil du brauchst nicht alle 56 KPIs. Wenn du zum Beispiel ein Abo hast, dann brauchst du zum Beispiel nur, hey, wie viele Leute kommen jetzt rein, wie viele sind im Trial, was ist meine Abwanderungsrate? Und das war es zum Beispiel für dein Abo. Recht, recht simpel. Wenn du im Vertrieb bist, dann ist vielleicht für dich relevant, wie viel ist dein Absatz? Wer sind deine besten, was sind deine besten Vertriebskanäle? Was sind deine Top-Produkte? Und wenn du im Growth Hacking bist, dann wie gesagt, was sind die Segmente deiner Kunden? Was ist dein Customer Lifetime Value? Ist ja auch super interessant, weil wenn du den kennst, wenn du weißt, dass du in den nächsten 3 Jahre mit dem Kunden 250 Euro pro Jahr 250 Euro insgesamt umsetzt, dann weißt du zum Beispiel, hey, ich kann den für 100 Euro einkaufen und mache immer noch einen hohen Ertrag von 150 Euro mit dem. Und du kannst natürlich so dein Business skalieren. Ja, ich vollkommen recht. Ich glaube, das muss sich irgendjemand mal auf die Fahne schreiben, dieses Thema mehr Daten an die Leute ranzubringen, weil viele verstehen es nicht, viele wollen es nicht verstehen, viele haben Angst.
Ich habe dadurch, dass ich jetzt sozusagen den festen Job habe, kommen ab und zu nochmal Leute auf mich zu und sagen, wie kann man hier die Facebook-Kampagne optimieren? Und wenn ich die Sachen, die man sich da anschaut, sind manchmal grausam mit irgendwie Kampagne mit 1 € pro Tag. Wie soll da der Algorithmus funktionieren? Und viele trauen sich nicht, glaube ich. Ich bin davon überzeugt und da bist du, glaube ich, nochmal 15 Level weiter mit Facebook als ich, dass wenn man schafft, seine Zielgruppe zu verstehen, wenn man die Möglichkeit hat, automatisierte Creatives herzustellen, kann man eigentlich die Zielgruppe bei Facebook auf Deutschland einstellen, jetzt mal übertrieben, Deutschland deutschsprachig und ein gewisses, lassen wir mal sagen, vielleicht 5.000 € investieren und der Algorithmus schafft sich selbst zu optimieren. Würde ich die These Klar, aufstellen? genau, eine richtige These. Das ist ja am Ende der Sinn des Algorithmus ist halt die, Ja. wobei die Frage ist, ist das noch ein Algorithmus? Aber das ist eine Machine andere Frage. Learning. Also, Ja. ja, weil ich meine, also ursprünglich Facebook hatte einen Algorithmus so. Und was da jetzt aber ist halt so ein bisschen also wie weit ist das noch ein Algorithmus und wie weit trifft dort wirklich eine Maschine die Entscheidungen basiert auf ihrer vergangenen Erfahrung. Und nochmal zu deiner Frage zurück. Auf jeden Fall optimiert sich deine Kampagnen, deine Anzeigen halt dadurch, einmal durch den Input, den du die ganze Zeit reinpackst, das bedeutet halt dein Budget, dann deine Creatives, deine Bilder, deine Videos, dein Werbetext und die Zielgruppe, die du auswählst. Es wird alles hochgeladen, also dann auf die Plattform Facebook. Und das allererste, was Facebook macht, ist, Facebook liest den Werbetext aus. Facebook kann den Werbetext verstehen. Nicht immer im Kontext, deswegen werden manchmal Anzeigen abgelehnt, die gar nicht, und wie gesagt, die verstoßen gegen die Richtlinien, obwohl du in den Richtlinien bist. Wie gesagt, Kontext ist das eine Problem. Aber was die Maschine definitiv versteht, ist der Text positiv oder ist der Text negativ geschrieben? So, und natürlich werden positive geschriebene Sachen in der Regel besser bewertet. Dann als nächstes liest Facebook das Creative aus, also das Bild oder das Video. Wenn da zum Beispiel Personen drauf sind, dann erkennt sie die Gesichter, findet die Gesichter auf der Plattform, stellt eine Connection her. Wenn du zum Beispiel einen Post machst, wenn du jetzt irgendein Werbebild hochlädst, dann wird das auch ausgelesen. Die Maschine weiß, was dort drauf ist, wo das ist, ungefähr Farben und so weiter und so fort. Lachen die Menschen, weinen die Menschen, sind sie glücklich, sind sie unglücklich? Was für Menschen sind dort drauf? Gibt es diese Leute auf Facebook? Sind die echt? Sind die native oder sind das Stockbilder? Und dann wird natürlich geguckt, in welcher Zielgruppe bist du drinnen oder welche Zielgruppe hast du ausgewählt? Und dann bekommt halt dein Creative, dein Text, deine Werbeanzeige an sich einen Score von 0 bis 1. Und je niedriger der Score ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass die Maschine die Vorhersage macht, dass das für die Zielgruppe passend ist, desto höher wird dein CPM. Und je höher der Score ist, desto besser oder desto einfacher wird deine Werbeanzeige ausgespielt, weil sie einen höheren Social Value hat. Deswegen ist es zum Beispiel auf Facebook so, wenn du jetzt 5.000 € einstellst oder 50.000 oder nur 10 €, es geht nicht darum, auch wenn Facebook eine Werbeplattform ist mit Aktionsmodell, geht es nicht darum, wer erstellt das höchste Gebot. Es gewinnt nicht derjenige mit dem höchsten Gebot, die Plattform, sondern derjenige, der das gesamte Package am besten hat. Also Targetierung, das Creative da drinne und dann im letzten Schritt geht es nur um das Gebot. Das Gebot quasi ist halt letztendlich ja mit der Bietkampf gegen andere Advertiser, gegen tausende von Advertiser, die gerade auf den gleichen Inventarplatz bieten wie du. Und ja,
Wichtiger sind aber die anderen beiden, Creative und Zielgruppe, und wie das zusammen harmoniert und wie groß da der Score ist und die Vorhersage basierend auf den Daten, die die Maschine aus der Vergangenheit hat, und durch die Analyse, durch dein aktuelles Creative, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein User mit deiner Werbeanzeige interagiert? Und genau, dann bekommst du den Werbeplatz oder du bekommst ihn halt nicht. Oder du bekommst ihn zu einem höheren Preis als jemand anders, ja. Du bekommst weniger Ausspielung. Ja. Ich würde es als Schmerzensgeld für Facebook beschreiben, weil auch wieder um ein bildliches Beispiel zu haben, die Waage, die Facebook halten muss, ist, dass sie die Nutzer, die auf der Seite sind, denen muss sie spannenden Content anzeigen und den Marketeers auf der anderen Seite Möglichkeit schaffen, Sachen abzuverkaufen und auch natürlich zu spenden. Und wenn Facebook nur schlechte Werbung, würde ich es jetzt mal bezeichnen, oder unrelevante, unattraktive Werbung den Leuten ausspielt, weil sie nur die erhält, dann wandern die Kunden ab. Und das ist natürlich dann Teufelskreislauf. Deswegen der andere Punkt ist ja noch, dass der Advertiser, der zum Beispiel nur 10 Euro am Tag ausgeben kann, auch Ergebnisse erzielen muss, genauso wie der Advertiser, der 100.000 Euro am Tag ausgibt. Ja. So, also das sind auch nochmal aus der Wirtschaftlichkeit am Ende, weil wenn du, letztes Jahr haben die, ich glaube, 30 größten Advertiser bei Facebook ihr Budget abgezogen. In den USA werden Black Lives Matter, und es hat Facebook einfach nicht gejuckt, weil Facebook halt durch selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen weltweit den meisten Umsatz macht und nicht halt durch die großen Konzerne. Und weil halt jeder auf dieser Plattform die Ergebnisse bekommt halt so. Also nochmal zurück zu der Selbstoptimierung, dann wird halt deine Ad ausgespielt. Und wenn du, je nachdem, was du als Ziel gesetzt hast, ob du jetzt Klicks oder Conversions, Impressionen haben willst, dementsprechend wird halt geguckt, wie ist das Feedback? Die Maschine spielt aus auf verschiedene Geräte, wir sehen das. Dann gibt es die Interaction Rate, die Click-Through Rate, die vorhergesagt worden ist von der Maschine, und es gibt dann die tatsächliche. Und basierend auf, also Input, Output, ne, Feedback optimiert sie sich dann halt, je höher die Klickrate ist, umso besser der gesamte Score, und dementsprechend sehen das dann mehr und mehr Leute in der Zielgruppe, idealerweise zu dem gleichen Preis, oder du kommst bessere Ergebnisse. Und also da ist halt der Selbstoptimierungsfaktor drin. Dann wird noch entschieden, auf welche, wo wird das ausgespielt, wird das mehr auf Mobil, wird das mehr auf Desktop ausgespielt, Audience Network, wird es auf Instagram ausgespielt, wo gibt es die besten Ergebnisse zu den niedrigsten Kosten. Ne? Ja, definitiv. Ich finde, was man, und das ist ja die Analogie auch zu den Daten. Daten hat man nicht einfach so, sondern man muss Daten aufbereiten. Wenn man sich das anguckt, nach dem Pareto-Prinzip oder Eisberg, vielleicht ist es geläufiger für andere Leute, die zuhören, ist eigentlich 80% Vorbereitung und 20% Auswirkung. Wie sagst du sowas? Ich finde immer dieses lapidarische, ich setze mal kurz eine Kampagne auf, Performance-Marketing, sei es Facebook, sei es Display und so weiter. Eigentlich ist doch 80% Vorbereitung, Daten zu verstehen und die Zielgruppe zu verstehen. Oder? Anstatt sozusagen, ich verkaufe Fitness-Leggings, das müssen Frauen sein, zwischen 18 und 30 und ab die Luzi, das wird ja nicht so funktionieren, sondern warum kaufen sie die, wo nutzen sie die und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist auch deine Stärke, dieses analytische Vorher. Also ich nehme es niemandem übel, weil am Ende des Tages gibt es halt extrem wenig Ressourcen. Du lernst nicht in der Schule, wie du damit agieren sollst. Und selbst Facebook weiß nicht, wie du die Plattform am besten nutzt. Also selbst die Facebook-Reps sind ja auch nur Personen, die ihren Master gerade abgeschlossen haben, frisch von der Uni kommen und ihren ersten Job da bekommen. Die werden 3-4 Wochen lang geschult mit Videopräsentationen von Best Practices, aber nicht von Personen, die halt jetzt wirklich Advertiser sind, sondern die irgendwo in einem HQ sitzen und das Ganze auch in dritter oder vierter Generation verwalten,
was sie überreicht bekommen haben. Das heißt, diese Informationen, es ist so ein bisschen wie stille Post. Und es ist halt nicht so, die Facebook-Reps wissen halt selber nicht mal, also sie wissen ein paar Sachen definitiv, aber die erschalten halt nicht aus der Praxis. So, das ist halt alles Theorie. Bezüglich, ja, also zurück zu deiner Frage, ich würde mal sagen, Facebook, eine andere Analogie ist zum Aktienmarkt. Facebook ist so ein bisschen wie Trading, bloß am Aktienmarkt tradest du in der Zukunft, ja, weil der Aktienmarkt hält sich immer in der Zukunft auf das, was in 6 Monaten, 3 Monaten passieren wird, auf die Erwartungshaltung. Bei Facebook war es zumindest jetzt bis iOS 14 so, dass Facebook in der Vergangenheit interagiert hat, weil jemand, der heute auf deine Anzeige geklickt hat oder geschaut hat, der hat zum Beispiel, gerade wenn es um Lead Generation geht, der hat nicht direkt eine Handlung vorgenommen, sondern da kann es teilweise 2 Wochen, 3 Wochen, 60 Tage dauern, bis der zu einem Lead wird. Das heißt, erstens musst du die Attribution im Griff kriegen und zweitens musst du halt die Delayed-Attribution verstehen, zu wissen, heißt das, was vor 60 Tagen passiert ist, hatte den Impact auf dein Ergebnis heute als Geschäft, als Business, als Brand. Je größer du bist, desto stärker ist ja eigentlich sogar Delayed. Und ja, also das ist zum Beispiel ein Konzept, was man verstehen muss und für sich nutzen muss, weil der häufigste Fehler, den ich halt sehe, ist zumindest in der Lead Generation, dass Facebook-Marketer zu früh Anzeigen abschalten. Und tendenziell ist es eher besser, die länger zu laufen. Wenn es um E-Commerce geht, dann ist das nochmal ein bisschen andere Methodik, weil in E-Commerce ist es halt keine Dienstleistung, sondern du kaufst in der Regel ein Konsumprodukt relativ schnell und da verbrennen halt die Creatives sehr schnell. Im E-Commerce ist es genau andersrum, muss halt konsequent und konsistent die ganze Zeit neue Creatives erzeugen aus einem neuen Winkel. Und das Ganze ist halt sehr komplex und durch diese Komplexität musst du dich auch erstmal durchforsten. Du musst, wie gesagt, verstehen, was ist dein Produkt, was ist dein Markt. Aber ich denke, es wird besser mit der Zeit. Ich meine, Informationsaustausch ist so gut wie nie zuvor. Es gibt genügend E-Learning-Angebote am Ende des Tages. Es ist halt Qualität. Man muss sich halt aussuchen, von wem man lernt. Man muss halt schauen, dass man von den richtigen Leuten lernt. Aber all die Informationen, ich meine, es ist gerade eine gute Zeit eigentlich, weil man kann alles lernen, was man eigentlich will, von seinem Wohnzimmer gerade zu Hause aus. Und dementsprechend auch eine ganz, ganz starke Lernkurve, eine ganz starke Transformationskurve erreichen. Also sei es als Facebook-Marketer, als Google-Marketer, auf LinkedIn, auf Taboola oder Outbrain. Geht alles. Ich glaube, man muss es nur wollen. Das ist dieses, dieses Selbstantrieben, sich selber zu optimieren, sich die Firma zu optimieren. Du hast letztes Mal in einem Podcast über diese Wachstumsschmerzen gesprochen. Da muss man halt rein wollen. Die muss man aushalten können und dann konstant wachsen. Ich habe letztens mit einer Person gesprochen und habe gesagt, stell dir vor, du guckst jeden Abend 2 Stunden Netflix. Aber arbeitest genauso viel wie die anderen. Wenn du jetzt anfangen würdest, die 2 Stunden Netflix in E-Learning zu stecken, in Buchlesen zu stecken und multiplizierst es nur mal 5, hast du eigentlich schon über 10 Stunden, die du jede Woche mehr Input lernst, wo du mehr dich selber optimieren kannst, dein Business optimieren kannst, wie manch anderer. Und ich glaube, da fängt's an, zu sagen, okay, ich muss mich selbst immer hinterfragen, ich muss meinen Wissensstand hinterfragen und überlegen. Ist auch total fein zu sagen, ich möchte gar nicht mehr lernen, ich will einfach auf dem Stand bleiben. Auch die Leute brauchen wir. Aber es gibt auch die anderen Kandidaten, die sagen, hey, ich muss kontinuierlich weiterlernen. Ja. Ich glaube, Elon Musk hat es ja auch letztens irgendwo kommuniziert, dass man Bildung nicht zwangsweise mit Intelligenz gleichsetzen sollte. Nur weil man einen Doktortitel geschrieben hat und dann auf dem Dotter bleibt für die nächsten 30 Jahre, heißt es nicht, dass der mehr Erfahrung hat wie jemanden, der vielleicht jetzt gerade 30 ist. Klar, also ich meine,
Genau, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist ja einfach Input, Output wieder, ne? Also lernen, dann Speed of Implementation. Wenn dein Speed of Implementation schneller ist als die andere Person, dann machst du in einem Jahr das, was die andere Person in 10 Jahren macht. Also und dann also eine Sache, die halt in Deutschland sehr auffällt, ist zum Beispiel, dass immer noch so, dass man das halt gesagt wird, okay, oder viele junge Leute bekommen halt meist oder manchmal nicht den Credit, den Erfolg, den sie eigentlich verdient hätten, weil es wird gesagt, hey, du bist ja erst 25, hey, du bist ja erst 28, hey, du bist ja erst 22, so, was willst du mir noch erzählen, so. Im Endeffekt aber hat die Person in den 4, 5 Jahren wirklich jeden Tag reingesteckt, vielleicht auch Wochenende durchgearbeitet, und sein Unternehmen zeitgleich aufgebaut und dann noch nicht alleine daran gearbeitet, sondern seine eigene Arbeitskraft ver40-facht zum Beispiel mit 40 Leuten. Das sind halt einfach 40 mal so viele Arbeitsstunden in der Woche gegenüber einer Einzelperson und hat dann in 5, 6 Jahren so viel erreicht wie eine Person, die in dem gleichen Feld seit 20 oder 30 Jahren unterwegs ist, aber als Einzelperson. In China ist das völlig normal, dass du halt junge Leute in Spitzenpositionen hast mittlerweile. So, weil die sind halt auch da einfach ein bisschen krasser, was Bildung angeht. Ein bisschen härter auch natürlich. Weil letztendlich sind die halt in jungen Jahren wesentlich weiter und haben Spitzenpositionen mit 24, 25. Sind da schon wirklich sehr, sehr hoch weit in der Karriere. Während bei uns Max Müller mit 25 erst zu Hause auszieht und gerade sein Studium abgeschlossen hat, im Bachelor zum Beispiel. So, ne? Also das darf man nicht unterschätzen, wenn du viel Input reinpackst, implementierst, dann auch sehr viel da rauskommt. Ja, das ist Mindset. Das ist, wenn du mit deinem Auto sozusagen irgendwie einkaufen gehst und man dein Auto sieht, könnte man ja auch, gibt zwei Möglichkeiten. Okay, cool, wie hat er sich das erarbeitet? Was muss ich lernen, um das auch zu machen? Es gibt die Möglichkeit, dass man sich überlegt, das muss er bestimmt von den Eltern bekommen haben. Oder die dritte Möglichkeit ist, er muss irgendwas ganz Schlimmes getan haben, dass er so erfolgreich wurde. Dieser Neid, den es vielleicht eher in den europäischen Ländern gibt, die nicht ich glaube eher weniger in China und USA, da kommt ja mehr die Anerkennung und sagt, okay, cool, wie hat er sich das erarbeitet? Das ist immer ein bisschen schade. Und das kann toxisch werden, weil wenn man dann diesen Kreis hat und nicht aus diesem Kreis rauskommt, du verbringst ja auch oder hast viel Zeit mit Dirk Kräuter verbracht, dieses Thema mit irgendwie, du bist, sagt er ja oft, der Gleichschnitt von den 5 Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Da geht es ja nicht um zwangsweise um die Familie, aber an wem orientierst du dich? Gibt es jemanden, an den du dich ranziehen kannst, oder bist du immer auf dem gleichen Stand? Ja. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Also ich merke, wir können uns sehr, sehr lange unterhalten. Ich habe ein sehr spannendes Buch. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich wollte dir mal einen Tipp geben, weil sonst bist du ja derjenige, der immer sagt, es gibt geile, geile Bücher. Playing to Win. Kennst du das? Playing to Win. Ich glaube ja. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ich habe das sogar gelesen. Ja, Ist das so ein viol ist das CEO so ein von Procter & violettes Gamble. Buch? Ja. Gelb. How Strategy Really Works. Geht es um das Thema, Ja, 5 Fragen zu klären. Ja. habe ich, ist schon ein bisschen her. Ah, Aber ja, habe ich Mist. gelesen. Mist. Ja, kann ich dir Aber es ist ein nichts geiles mehr Buch. sagen. Ja. Da geht's, Steht ich sogar hier glaube, im das Hintergrund. sehr cool. Da geht es nämlich, glaube ich, um die. Ich muss mal rausholen. Ja, da sind oben rechts Eine sehe ich Menge irgendwie ein Bücher. Buch von dir, oder? Kann das sein? Von mir, von dir als links oben. Nee, das ist von meinem Ah, Vater. okay. So, Nachname gesehen. Okay. Ja. Eine letzte und spannende Frage, Raoul. Wie beschäftigen dich Daten privat? Privat, was ich mit Daten mache, oder? Ich glaube, dein Business Also. ist jetzt wahrscheinlich 90% deines Tages, aber in den restlichen 10, ich glaube, du machst noch Fitness. Gibt es da irgendwo ein Thema, was dich beschäftigt? Klar, also ich habe also auch zur eigenen Selbstoptimierung benutze ich halt viel. Ich habe einmal hier so einen Ohrring zum Schlafen, ne? Ja. Ich habe
eine App, wo ich immer meinen, also ich faste jeden Tag Intermediate Fasting, ja, mindestens so 16 Stunden. Und da habe ich auch eine App, hier Zero heißt die, dann sieht man immer so schön, jetzt habe ich noch eine Stunde, dann darf ich endlich essen. Dann darfst du essen. Dann darf ich essen. Für Fitness checke ich meine Workouts. Strong heißt die App, da kann ich immer alles eintragen. Da sehe ich immer sehr cool. So 53 Minuten, 14 Tonnen insgesamt trainiert, also bewegt und so weiter und so fort. Oh, ich habe viele, viele, viele Sachen. Was noch, also außerhalb vom Business. Ich denke mal, also, das waren eigentlich so die, also eigentlich alles so mit Sport und Health. Ja. Ja. Warum du trackst, um auch zu gewährleisten, dass du da auch da einen Fortschritt verspürst, richtig? Also dieses Thema, ja, wo will ich eigentlich hin, Ziele setzen und überprüfen, Erfolgskontrolle, würde ich es mal bezeichnen. Ja, was du nicht messen kannst, kannst du nicht optimieren, ne? Und sehr guter Spruch, ja. Und auf der anderen Seite, so ein Tracker zum Beispiel, so Fasten, ist halt auch Elon Musk meint auch mal, wir quotieren ein bisschen zu viel Elon Musk, weil er hat ja gute Analogien. Wir sind mittlerweile halt ein Android, in dem Fall, weil unser Telefon halt Verlängerung ist von unserem Gehirn. Am Ende so ein Tracker, da sehe ich halt, okay, ich habe gestern angefangen zu fasten um 22 Uhr, bin jetzt bei 15 Stunden, habe noch eine Stunde, wird mir visuell schön angezeigt, bam, habe ich aus meinem Kopf, muss ich mir keine Gedanken drüber machen. So, das heißt, solche Sachen helfen mir auch, wie ein Tagebuch quasi, Dinge festzuhalten, in einfachster, ja, Form, und schaffen halt mehr mentalen Freiraum, den du brauchst, um dich auf wichtige Dinge fokussieren zu können, weil du hast halt nur begrenzt Willenskraft pro Tag und du hast halt auch nur begrenzte mentale Kapazität pro Tag, bevor du irgendwann abschaltest. Und solche Sachen helfen dir dann halt extrem, den Fokus auf die Dinge zu behalten, die wirklich wichtig für dich sind. Ne? Ja, so. Sehr cool. Ja, definitiv. Das ist wieder die Analogie zum Business. Du musst die Daten nehmen, die du wirklich hast, und mit den Daten arbeiten und dich darauf fokussieren, anstatt irgendwie zu überlegen, was du jeden Tag zum Mittag isst und dir dafür 2 Stunden am Tag Gedanken drüber zu machen. Also nicht die Daten, über die man sich informieren sollte, ja. Vielen, vielen Dank. Hast du noch einen Spruch am Ende oder? Nee, so spontan bin ich nicht. Ja, ja. Ich fand deinen Spruch mit, was du nicht messen kannst, kannst du nicht optimieren, eigentlich der, ja, Beste. Ja, super, cool. Danke für die Einladung.